Wie gesagt, stand der Kekse? Habt ihr aufgepasst? Ich glaube, der hat verkackt. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Mittwoch bei meiner ersten eigenen Game- und Talkshow, Hashtag DataMe. Ich habe Gäste. Ist das nicht wundervoll? Bei mir ist Vika, bei mir ist Tim Klüssendorf und da hinten haben wir Dr. Gergana Vladova. So, das heißt, wir sind heute hier zu viert. Und wenn ihr wissen wollt, worum es hier eigentlich geht, erkläre ich euch das gerne. Hashtag DataMe ist eine Kampagne ins Leben gerufen von der Vodafone-Stiftung und die hatte sich zum Ziel gesetzt, uns alle in Sachen Datenschutz und Medienkompetenz weiterzubilden. Und wer mich kennt, weiß, das ist für mich ein Thema. Zum einen, weil ich Familienvater bin und ich das Gefühl habe, solche Themen werden in der Schule gar nicht behandelt. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch erinnern, dass ich auf YouTube sogar auch mal ein Format hatte extra zu dem Thema. Das heißt, das ist schon was, was mich umtreibt. Und es treibt mich vor allem um, weil es mich auch persönlich betroffen hat, das Thema Datenschutz. Ich bin vor Jahren ja mal gehackt worden. Das war eine sehr, sehr unangenehme Geschichte und hat meine Wahrnehmung vom Thema Datenschutz auch nochmal dolle verändert. Und darum soll es heute gehen. Aber es gibt nicht nur irgendwelche Anekdoten und Geschichten von mir, sondern auch Geschichten von meinen Gästen. Und wir machen natürlich auch eine Gameshow. Das heißt, für euch gibt es später was zu gewinnen. Was? Verraten wir noch nicht. Ich fange mal bei dir an, Vika. Was machst du auf TikTok? Wofür kennt man dich? Ich glaube, Menschen kennen mich für meine Selbstliebe-Videos. Ich habe ganz viele Body-Image- und Selbstliebe-Mental-Health-Issue-mäßig Videos gemacht. Ich hatte früher zwei Essstörungen und habe mich da durchgekämpft, daraus gekämpft und ja, bin jetzt gesund und darüber rede ich ganz oft, ganz viel. Und über ganz viele Diskriminierungsthemen und Feminismus und dies, das, Ananas. Das Thema ist ja sehr, sehr groß. Und offensichtlich auch sehr persönlich und offensichtlich bist du auch sehr bereit, darüber zu sprechen. Wie hältst du es mit dem Datenschutz? Oder wie sehr spielt es bei dir, wenn du deinen Content machst, dann mit, der Gedanke? Also ich glaube, ich denke da viel drüber nach. Halte ich mich daran? Jein. Aber ich bin so offen. Also es juckt mich eigentlich wenig, was so im Internet von mir landet. Aber das klingt so schrecklich. Ja, das ist vielleicht auch einfach eine Generationenfrage. Ne? Ja. Ich glaube, wenn man damit aufwächst, so wie meine Söhne zum Beispiel auch, die sind 12 und 14, für die ist das irgendwie ganz normal. Wenn ich das richtig sehe, hast du, als du Mitglied des Bundestags geworden bist, auch deine Daten im Internet erstmal, sagen wir mal, so ein bisschen gepurged, ne? Irgendwie geguckt, was gibt's von mir und was darf ich jetzt noch da lassen? Weil man als Politiker halt immer angreifbar ist, wenn man irgendwelche Sachen mal gesagt hat oder vielleicht die man heute nicht mehr teilen würde oder irgendwas gemacht hat, wo man heute sagen würde, okay, das entspricht nicht dem, was Menschen von mir erwarten. Hashtag Aiwanger. Zum Beispiel. Ja. Also, sowas habe ich natürlich nie gemacht. Ja, ja, ja. Sowas absurd, ekelhaftes, aber bei mir waren es halt so Sachen, ich bin einmal mein Facebook-Profil durchgegangen von früher, wo ich dann nachts einfach so richtig sinnlos, früher hat man ja bei Facebook auch einfach auf der Pinnwand gechattet, sag ich ja, ja, mal, ja. Wo man einfach geschrieben hat, hey, ich bin im Club, wer ist heute noch dabei? Ja. Und dann 2.35 Uhr, ey, wo seid ihr alle? Solche Sachen habe ich einfach gelöscht, ja, weil ich wollte nicht, dass Leute dann rumsuchen und solche Sachen finden. Aber ansonsten hat man ja auf viele Dinge auch keinen Einfluss. Also wir reden ja bestimmt heute darüber, weil viele Dinge, die ich jetzt vielleicht nicht cool finde oder so, die andere dann gepostet haben, dann muss man die anschreiben und sagen, hey, lösch das bitte. Das ist mein Datensatz sozusagen, da habe ich recht drauf. Das ist schon umständlich, deswegen, ich bin da jetzt nicht super krass pingelig rangegangen, aber so die schlimmsten Sachen, oder ich habe mal Borussia Dortmund beleidigt oder so. BVB. H.Söhne irgendwo auf eine Pinnwand geschrieben. Okay. Das habe ich zum Glück gefunden. So, dann bleibt noch eine Frage übrig. Wer ist Gergana? Wer bist du? Was machst du? Du hast eine Bauchbinde, die dich zur Expertin für Digitales macht. Wie wird man das und was macht man da den ganzen Tag? Ja, für Digitales vielleicht nicht, aber für digitale Bildung und damit auch für Daten und digitalen Kompetenzen. Ich bin am Weizenbaum-Institut in Berlin. Dort leite ich eine Forschungsgruppe zu diesem Thema und da werden verschiedene Themen behandelt. Und diese Themen haben alle mit
Digitalisierung zu tun. Also was ist das Gute an Technologie, was ist das Schlechte und vor allem, wie sollen wir Gesellschaft vorbereiten darauf oder auch diesen Dialog suchen wir ständig mit der Gesellschaft und mit der Wirtschaft und Politik natürlich. Mhm. Was hast du denn oder was habt ihr auch in eurem Forschungsrahmen für einen Einblick? Wie gehen denn junge Menschen heutzutage mit ihren Daten um? Also mit so doch sehr persönlichen Sachen wie ich muss auch mal pupsen und sowas. Also das untersuchen wir tatsächlich nicht wissenschaftlich, aber es gibt Studien, die dann tatsächlich zeigen, dass es Unterschiede gibt zwischen Generationen, die mit den Medien aufgewachsen sind und solche, die nicht. Und aber im Laufe der Zeit wird das immer ausgeglichener. Die letzten Studien zeigen, dass tatsächlich die Generationen, die weniger Erfahrung hatten mit dem Internet, nachgeholt haben, weil das ja schon so lange präsent ist hier, dass jeder damit quasi in Verbindung kommt. Bei jungen Menschen ist das aber anders. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Digitalisierung zu tun hat, aber junge Menschen sind per se weniger sensibel, wenn es um eigene Daten geht, weil sie einfach die Erfahrung nicht gemacht haben, dass das schmerzhaft sein kann. Ja. Wogegen ältere Menschen dann da sensibler sind und viel mehr darauf achten, auch wer sonst betroffen sein könnte, ihre Kinder. In einem Land wie China gibt es zum Beispiel das Social Scoring, wo Daten gesammelt werden über dich als Person, die dann sich zum Beispiel negativ auswirken können auf deine Kinder, dass sie dann nicht in eine bestimmte Schule gehen dürfen, weil du deinen Müll nicht rausgeholt hast. Ja. Also das ist natürlich eine ganz andere Welt. Gergana, du hast aber heute tatsächlich auch einen Job. Und zwar wird Gergana da im Hintergrund immer gucken, ob das, was wir heute Abend alles so erzählen, ob das auch wirklich stimmt. So, und jetzt kommen wir dann auch zum ersten Spiel. Denn ich habe gesagt, das ist hier eine Game-Show. Da muss auch gegamed werden. Dieses Spiel heißt Never Have I Ever. Das grundsätzliche Konzept kennt man schon. Ich lese euch einen Satz vor, sprich Never Have I Ever. Also ich habe noch nie. Und dann gibt es einen möglichen Datenfail und ihr müsst sagen, ob ihr das schon mal gemacht habt oder nicht. Und wenn ihr es gemacht habt, müsst ihr einen eurer Kekse abgeben und zurücktun in das Cookie Jar. Wir fangen mal an mit der ersten Frage. Never have I ever aus Versehen Spicy Pics mit Gesicht verschickt oder sonstige Sexting-Fails. Aus Versehen? Aus Versehen. Oh Gott, das ist mir mal passiert. Ah, jetzt kommt. Ich war draußen, letztes Jahr an Halloween war ich draußen mit meinen Friends. Auf einmal annehmen, da war ein Dickpick. Du hast es geschickt. Per Airdrop auf der Straße. Okay, da hat sich irgendwer gedacht, ich versuch's mal. Ja. Aber ich kenne mich da jetzt mit Airdrop nicht aus. Wie funktioniert das? Kann man siehst Leute in deiner Umgebung und kannst das einfach. Ach, sagen, dem schicke ich was. Kriegt die Person das gepusht und dann annehmen oder nicht annehmen. Achso, aber da musst du schon. Das ist wirklich ein Sport geworden. Es gibt Leute, die machen das halt aus Witz und schicken allen Leuten im Bus einfach irgendwelche Sachen. Also. Okay. Aber ich habe das natürlich nicht gemacht, aber ich habe es schon mal mitgesehen. Ah, der Hauptmann Loki fragt, wie bringe ich denn jemandem Medienkompetenz bei? Was ist sinnvoll, was nicht? Man kann nicht erwarten, dass alles von zu Hause kommt, sondern genau die Schulen, auch politisch wird das diskutiert, müssen sehr, sehr stark da eine entscheidende Rolle spielen. Was nicht sinnvoll wäre, wäre ein totaler Verbot, weil das sind Jugendliche, die mit diesen Medien aufwachsen, die sie immer nutzen werden. Und ich glaube, die müssen auch tatsächlich ausprobieren und die Grenzen quasi auch merken oder beziehungsweise dabei lernen beim Ausprobieren, aber die müssen geführt werden. Und aus meiner Sicht von zu Hause sollten bestimmte Regeln kommen, so wie immer. Die Grundkultur kommt immer aus dem Haus, aber in den Schulen sollten diese Kompetenzen professionell vermittelt werden. Never have I ever Bilder von meinem Gesicht oder meiner Wohnung geteilt, weil ich was verkaufen wollte bei eBay oder Vinted. Ich kenne Vinted schon mal gar nicht. Oh Gott, Bilder vom Gesicht oder der Wohnung geteilt. Um was, verkaufen. Um was zu kaufen. Grundsätzlich schon mal gemacht. Stories, gut, ja. Bilder, Gesichter, sind wir alle dabei. Ja, aber gibt es da schon einen grundsätzlichen Unterschied, würde ich sagen, zwischen uns beiden und dir? Denn Vika, ich hätte behauptet, als weibliche Content-Creatorin denkt man doch dreimal drüber nach, poste ich meine Wohnung und meinen Standort und so Geschichten? Oder ist das bei dir nicht so? Ich achte da extrem drauf, dass da nichts aus meinem Fenster zu sehen ist oder dass ich da irgendwie vielleicht was verwische, so andere Häuser irgendwie, also Bäume sind okay, aber, aber ich gehe zum Beispiel auch, wenn ich meine erste Story in der Früh zum Beispiel aufnehme, gehe ich um die Straße einmal rum oder irgendwie nach hinten, nach vorne,
nach links, nach rechts, ihr wisst gar nichts. Und ja. Ja, ganz wichtig, also die Leute wissen dann schon den Bezirk manchmal oder so schon. Oder wo ich mich halt aufhalte. Aber nee, achte ich drauf. Ja, denn das ist, also ich gehe da sehr sorglos mit um. Ich hatte eben auch schon mal ein Format, also ging es auch um Medienerziehung, Medienkompetenz, The Walking Dead. Und ich bin halt wirklich von meiner Haustür, also ich habe meine Kinder zur Schule gebracht und bin dann auf dem Weg nach Hause, habe ich halt ein bisschen über Themen gesprochen. Das heißt, du konntest genau sehen, wo ich wohne und auch wo, letztlich, wo meine Kinder zur Schule gehen. Ich habe dann aber gedacht, mir doch egal, wenn einer ankommt, ich bin immer noch stärker oder schneller. Aber das ist glaube ich, auch nicht das Schlauste. Aber ich mache halt, ich habe halt von mir auf YouTube auch eine Roomtour gemacht. Man sieht also, wo ich da wohne. Natürlich schwenkt man auch, bin ich auch aus der Wohnung rausgeschwenkt. Und als das Freundinnen von mir gesehen haben, die haben gesagt, ey, könnte ich niemals machen. Ich kann noch nicht mal bei mir aus dem Fenster raus streamen oder rausfilmen, weil ich weiß, dann habe ich nachher irgendwelche Spinner vor der Tür schon. Ja, ja, das finde ich sehr gruselig. Bei mir ist so Schlafzimmer die Grenze. Also wenn ich irgendwie in der Story meinen Tag schildere und ich habe irgendwie einen Schreibtischtag oder Homeoffice oder was weiß ich, wo ich in Videokonferenzen bin, dann kommt auch mal ein Foto aus dem Wohnzimmer, aber Schlafzimmer ist so Grenze. Da mache ich einfach keine Fotos. So, wir kommen mal zum nächsten Spiel. Und das heißt, aufgepasst, Big Data Bingo. Ich finde das ja ganz toll, dass wir hier auch diese schönen Trenner haben. Also Lob nochmal an die Regie, es ist so schön. Wir haben jetzt hier ein paar Schätzfragen für euch vorbereitet. Da müsst ihr also jetzt dann, wenn ich ziehe die hier aus dem... Aus der Lostrommel. Und da müsst ihr dann möglichst nah rankommen an die Zahl mit der richtigen Einheit. Und einige dieser Fragen stammen eben auch aus dem TikTok-Kanal von der Kampagne Hashtag DataMe. Deshalb schaut da gerne mal rein. Da könnt ihr nämlich ganz viel lernen. Ich finde ja so unnützes Wissen ist immer sehr nützlich. Also schaut da gerne vorbei. Der TikTok-Kanal heißt übrigens Klickwinkel. Ich finde den Namen auch sehr schlau. So, das heißt, ich ziehe jetzt hier mal sowas. Personalisierte Werbung kennt jeder und sie ist häufig erschreckend zutreffend. Frage, wie viele Werbeprofile und Werbekategorien, zum Beispiel Moms that shop like crazy, gibt es? Also wie viele dieser Profile, wo man sagt, ne, single, white, female, bla bla bla. Moms that shop like crazy ist wirklich eine... Ist das eine Kategorie? Alles klar. Ja. Also jetzt eine Zielgruppe. Wie viele Zielgruppen kennt die Werbeindustrie? Oh Gott. Ja, hab ich auch gedacht. So, bist habt ihr was? Einverstanden mit deiner Antwort? Ja. Ihr seid eh drunter. Nee, es sind 650.000. 650.000. Ich hätte auch irgendwo dreistellig irgendwie gedacht und der Rest macht dann irgendeinen Algorithmus. Ich hätte gedacht, dass man das einfach gröber. Ja, passt, aber dass die es so fein, feini fein machen, wer hätte das gedacht? So, ich gucke. Okay. Mittlerweile gibt es rund 5,4 Milliarden Internet-User weltweit. Frage: Wie viel Prozent aller Internet-User akzeptieren alle Cookies? 5,4 Milliarden Internet-User. Wie viel Prozent der Leute akzeptieren alle Cookies? Genau. Sagt in der Chat so. Alles. Ich akzeptiere immer alle. Hier habt ihr meine Seele, ich will jetzt rein. Was hast du? Hä? 95%? Nee. 12%. Hä? Es sind zwischen 40 und 50. Scheiße. Echt? Aber da, ja. So wenig. So ist wenig. Doch eigentlich gut. Ist ein gut. Ja. Ja, kann da habe ich die mal Leute das Volk jetzt loben. Ja, wer ist jetzt näher dran? Du bist schon näher dran. Also ich lose hier sehr ab, leider. Jetzt kriege ich den Hinweis, mit Designoptimierung wie Dark Design, der Cookie-Banner, sei sogar eine Steigerung bis zu 65% möglich. Der bringt mir nichts, der Hinweis, weil ich nicht weiß, was ist denn Dark Design? Bis zu 65? Hä? Also mit Dark Design könnte man das steigern. Aber war nicht die Frage, aber, wie viele Leute alles akzeptieren? Genau. Das wollen wir ja nicht. Ja, aber der Werbekunde will oder der Seitenbetreiber will ja, dass du alles. Okay. Sagt, ah, da wird Dark Design. Tatsächlich ist Dark Design eine Methode, bei der User oder Internetnutzer dazu unbewusst gebracht werden, bestimmte Dinge
anzunehmen oder bestimmte Dinge zu tun, zu bestimmten Dingen einzuwilligen oder so. Wenn zum Beispiel ein Button für ich möchte irgendwas abonnieren oder ich möchte es deabonnieren, dann gibt es manchmal, okay, ich möchte nur pausieren, obwohl ich eigentlich kündigen möchte, etc. pp. Hat also nichts mit dem Dark Mode zu tun, der den Hintergrund nicht weiß, sondern dunkel macht, sondern das ist wirklich eine dunkle Kunst von Webdesignern praktisch, ne? Ein psychologischer Trick, oder? Genau, ein psychologischer Trick. Ja, glaube ich, wirklich auch eine boshafte Art von Design. So. Ich kann mich erinnern, dass das zu den Anfangszeiten von YouTube so war, dass du einen Abo-Button unsichtbar über das Video machen konntest. Und ich, also einer, es ist bestimmt alles verjährt, aber einer der dunklen Künstler des frühen YouTube war zum Beispiel Simon Desue. Der hat ganz viele Tricks benutzt, ganz viel von diesem Dark Design, was vielleicht damals auch aus Versehen Dark Design war, um zum Beispiel ganz viele Abos zu generieren. Mit diesem riesen unsichtbares Fenster, wenn du irgendwie ins Video reingeklickt hast, um es zu pausieren, hast du automatisch abonniert, ohne es zu merken. Ich glaube, es gibt es ja auch offline, also natürlich online sowieso, aber und bei den Cookies auch, wenn das eine Feld halt irgendwie rot angeleuchtet ist und irgendwie so aussieht, als ob das die seriöse Variante ist. Ja, ja, ja. Aber bei jedem Sonderangebot im Supermarkt ist das bei Design, ne? Also das ist ganz klar, in welche Richtung du da verführt werden sollst. Ja. Mit Pfeilen, Farben, mit Gerüchen. Also es gibt diverse Manipulationsmethoden. Wie macht ihr das denn? Nehmt ihr alles immer an oder denkt ihr über alles nach? Ich drücke eigentlich immer nur Essentielle. Ja, mach ich auch mal. Wie machst du das, Vika? Ich drücke immer auf keine und dann kommt so eine riesen Tabelle, wo ich alles aussuchen muss und dann bin ich so, scheiße. Und dann, okay. Und dann gucke ich mal. Also manchmal drücke ich dann auf irgendwas, was ich nicht gelesen habe und dann lassen sie mich in Ruhe und ich bin so, bitte möglichst wenig Aufwand für möglichst wenig Cookies. Oder ja, ich versuch's. Aber ich finde die Zahl echt cool, die rausgekommen ist. Also ich hätte es wirklich viel, viel höher eingeschätzt, dass die Leute einfach alles durchklicken. Ne? So, was haben wir denn jetzt hier noch? Durch ständiges Surfen und Streamen im Internet verbrauchen wir alle extrem viel Strom. Wie viel Kilowattstunden Strom verbraucht die Google-Anfrage, kann man Brot einfrieren? Ist Kilowatt viel? Eins? Kilowattstunde, ja, boah, wow. okay, eine Anfrage bei ChatGPT kostet ca. 3 Kilowattstunden Strom. Also ein Kühlschrank, der braucht so 50 bis 70 Kilowattstunden im Jahr. Ja. Und tatsächlich so ein Handy kannst du, wenn du das jeden Tag auf 100% lädst, ja, für 1,50 Euro, Euro im Jahr aufladen. Ja. Der Garda, zu dem Thema Datensparsamkeit, kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Warum ist das eigentlich wichtig? Ich finde super spannend, dass diese Frage kommt, ne? Weil zurzeit die Nachhaltigkeit tatsächlich ein großes Thema ist und wir können mit Daten tatsächlich auch sparsamer umgehen, als wir es tun. Und das ist sehr wichtig, weil es natürlich mit dem Thema Klimaschutz verbunden ist, weil das ein Thema, die allgegenwärtig ist heutzutage, auch für junge Menschen, ihre Zukunft quasi gefährdet. Und ich war aber erstaunt, zum Beispiel, ich war vor kurzem in New York und da habe ich mir tatsächlich den Gedanken gemacht darüber, wie viel Strom tatsächlich diese ganzen Reklamen da verbrauchen. Und das ist mehr als der ganze Strom für die Casinos in Las Vegas. Ach, also nur an einer bestimmten Stelle so riesige Reklamen, weil sie ständig Bilder projizieren. Also das ist nicht nur im digitalen Raum, das ist überall. Man sollte sich tatsächlich Gedanken machen, was die ganze Datensparsamkeit damit zu tun hat. Auch so Sachen wie Elektroautos, die so gepriesen werden als klimafreundlich, die müssen manchmal bis zu einem Jahr gefahren werden, damit sie anfangen, sich zu rechnen. Also damit das tatsächlich für das Klima, also klimaneutral ist, weil die Teile, die da produziert werden, so viel Energie, ja Rohstoffe verbrauchen, dass das tatsächlich sich nicht direkt ausschlägt und nicht, man kann nicht gleich stolz sagen, ich habe ein Elektroauto und deswegen bin ich gut für das Klima. Also es liest sich jetzt, die Antwort liest sich jetzt wenig, aber wenn man bedenkt, dass das die Stromkosten von nur einer Google-Anfrage ist es absurd viel. Schau doch mal. Was habt ihr denn? 0,3 ist richtig. Ach so, ich dachte 0,3 wäre das Handy. Okay. 0,3. Also eine Suchanfrage 0,3 Kilowattstunden. Ja, okay. So, darf er so legal oder illegal? Das ist jetzt das finale Spiel. Ich habe jetzt in diesem wunderschönen Umschlag ein paar
Fälle und ihr sagt mir, ist das legal oder ist es nicht legal? Und ihr habt dazu die rote Seite und die grüne Seite. Und wenn ihr sagt, das ist legal, dann macht ihr grünen vor. Und wenn ihr sagt, das ist verboten, dann macht ihr rot vor. Ihr könnt auch Knöpfchen drücken. Mit leuchten. Frage 1. Darf ich ein Video von meinem 13-jährigen Bruder, aufgepasst, 13-jährig und Bruder, könnte wichtig sein. Kann ich das einfach so auf Instagram hochladen? Ein Video von dem 13-jährigen Bruder. Tim sagt, das ist legal. Vika sagt, das ist illegal. Es ist illegal. Illegal, sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Auch Kinder haben ein Persönlichkeitsrecht. Ja. Bei Kindern bis 14 Jahren kommt es aber nicht auf deren Einwilligung an, sondern auf die Einwilligung beider sorgeberechtigter Elternteile. Hinweis, ab 14 ist zusätzlich die Zustimmung des Kindes erforderlich. Die Veröffentlichungsbefugnis der Eltern ist ab diesem Zeitpunkt beschränkt. Ich glaube, auf Twitch ist es tatsächlich so, da darf man ab 14 unter Aufsicht der Eltern streamen, was mein 14-Jähriger natürlich sehr schnell herausgefunden hat, auch schon als er 12 war. Jetzt ist er 14, letztes Wochenende 14 geworden. Ich muss mich dann halt im Zweifel irgendwie daneben setzen. Ich werde mir so einen Pappaufsteller machen mit so einem Winkerarm. Den stelle ich dann einfach hinten rein und da kann er immer schön jeden Tag 5 Stunden für mich streamen. Unter dem Begriff Doxing versteht man die Veröffentlichung persönlicher Daten im Internet ohne vorherige Einwilligung der Person. In der Vergangenheit wurde bereits Elon Musks Flugroute auf X, ehemals Twitter, gepostet. Darfst du sagen, der fliegt jetzt gerade hier über Hamburg und jetzt landet er in Berlin. So, Tim sagt, das darf man, Vika sagt, das darf man nicht. Nein, man darf es nicht. Aber auch Personen öffentlichen Lebens? Dazu kommt noch was. Wenn er jetzt eine Privatperson wäre, würde ich auch sagen, nein, aber... Also erstmal, seit dem 21.09.2021 ist es strafbar. Das fällt unter Cybermobbing. Hier ist der Hinweis noch, häufig werden die Daten veröffentlicht, um die betroffene Person zu belästigen oder zu demütigen oder anderen die Möglichkeit geben, es zu tun. Also dann zu sagen, hier, guck mal, da fliegt da landet da. Also bei Privatpersonen hätte ich das logischerweise auch gesagt, aber ich glaube, Elon Musk, also ich weiß bei Harry Kane zum Beispiel, als er zur Vertragsunterschrift war, hat die Bild auch so einen Live-Ticker mit Flugroute und so gemacht. Und ich glaube nicht, dass es verboten ist, um ehrlich zu sein, aber weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube, auch in Amerika war das dann nicht strafbar. Ich glaube, das war eine große Diskussion. Das macht ja bei mir auch einen Unterschied. Man kann ja von mir auch Fotos machen einfach. Oh. Nicht um Erlaubnis zu fragen. Das machen wir gleich. Das ist schon, also da gelten unterschiedliche Regeln. Das ist so Grauzone ein bisschen. Für Personen. Ich glaube, da kommt noch eine Frage. Okay, gut. Ich gucke mal. So, ja, dann ziehen wir die nämlich mal vor. Aufgepasst. Darf ich Bill Kaulitz während des Essens in einem Burger-Restaurant mit Freunden fotografieren? Das Burger-Restaurant ist nicht wichtig. Sagt er beide ja? Da sagt mein schlauer Zettel nein. Sagt nein. Aber das wird ja ständig veröffentlicht. Also es kommt ja drauf an, ob du jetzt so in die Fresse mit dem Burger gehst oder irgendwie so nur die... Der Burger alles. Muss in die Fresse, das ist richtig. Ja. So, aber ich lese mal vor. Nein, denn prominente Personen gelten zwar im Juristendeutsch, Loki aufgepasst, Juristendeutsch, als Personen der Zeitgeschichte und dürfen somit eigentlich fotografiert und die Fotos verbreitet werden. Allerdings haben auch prominente Personen ein Recht auf Privatsphäre, weshalb immer abgewägt werden muss, ob das Foto in einem privaten Kontext entstanden ist. Hm. Ich hätte jetzt, auch gesagt... Also da gibt es aber klar, sehr viele Veröffentlichungen, die man dann... Also, ich hätte es auch gesagt, mit Freunden, man sieht jede Woche im Restaurant, das, ne? Aber... In der öffentlichen Raum. Würde ich auch sagen, ist öffentlicher Sorry. Raum. Wenn ich den treffe, knipse ich den. Haben wir recht. Ja, ich würde auch sagen, dass wir recht haben. Ja. Aber da gibt es ja bestimmt auch Verfahren, oder? Wenn Leute in der Bild abgelichtet werden, also es ist ja ganz klassisch Paparazzi, du bist beim Essen, wirst fotografiert. Genau. Boah, die haben sich gedatet oder so. Letzte Woche, Luisa Neubauer und Louis Klamroth war auch in der Bild. Die wurden beim Essen fotografiert. Da würde ich sagen, und Dana haben sich jetzt getrennt. Ja, da würde ich sagen, also das hätten die ja locker dann erwirkt, dass es verboten wäre, oder? Oder sie interessiert es nicht. Ja, nächste Frage. Okay. So, aber es gibt doch einen Hinweis dazu. Also, triffst du sie in privaten Situationen, zum Beispiel in einem Restaurant, mit Freunden oder beim Einkaufen, musst du sie erst fragen. Dann sind sie nämlich nicht als prominente Person unterwegs, sondern als Privatperson und haben genau dieselben Rechte wie du. Also nicht wie du, denn dich kann man ja immer knipsen. Ja. Du Narr.
So, ja. Meine Partnerin hat mir während unserer Beziehung Spicy Pics geschickt. Nach 2 Jahren Beziehung haben wir uns gestern getrennt. Darf ich die Bilder ansehen? Also darf man die Bilder von der eigenen Ex-Freundin, eigenem Ex-Freund noch ansehen, wenn Schluss ist? Es klingt komisch, aber es gibt eine Antwort. Auf dem Handy behalten. Auf dem Handy behalten. Hat sie gesagt, hier, lösch mal alle. Oh. Oder hat sie gesagt, kannst du ruhig behalten? Da geht das schon, in die Details. Haben die darüber gesprochen? Wir sagen mal, die hat gesagt, darfst du behalten. Darfst du behalten? Ja. Ja, dann hat sie das Einverständnis erklärt. Ja. Ja, ey, gut. Wenn sie gar nichts gesagt hat, sie hat nichts gesagt. Sie hat nichts gesagt. Schweißi-Pics. Ist mir egal, wie die Regelung ist. Ich find's scheiße. Löblich. Du sagst, es ist verboten, du sagst, es ist erlaubt. Es ist erlaubt, aber die Einwilligung in die Aufnahme intimer Foto- oder Videoaufnahmen kann der oder die Abgebildete nach dem Ende der Beziehung widerrufen. Ja. Ne? Ja. Das heißt, ich muss dann sagen, ich möchte, dass aber du das löscht. Aber meinst du nicht, dass man als Jurist argumentieren könnte, wenn Schluss ist, dass dann implizit damit ein Widerruf ist? Nein. Also, Loki, was sagst du? Ich glaube, da gibt es findige Anwälte, die das mal durchklagen könnten. Ja. Weil die dann sagen würden, pass mal auf, wenn die Einwilligung erfolgt nur im Zuge der gemeinsamen Beziehung. Zug um Zug, ja. Und sozusagen mit der Trennung erlischt auch diese Einwilligung. Also würde ich sagen, klasse Anwalt. Das kann man bestimmt. Ja, Gana, was denkst du denn eigentlich? Ist das überhaupt klar für Kinder und Jugendliche, dass das zum Beispiel auch mit deren Todes passieren kann? Ich bin sicher, dass es ihnen nicht klar ist, glaube ich. Ja. Deswegen ist es umso wichtiger, sie zu sensibilisieren für sowas. Und sowas hat es immer gegeben, auch früher. Nur früher hat jemand etwas über dich erzählt oder es gezeigt und es wurde nach einer Woche vergessen. Und jetzt ist es aber das Gedächtnis da und wird nicht vergessen. Und das sollte einklagen. Also man kann sich immer blamieren im Leben. Die Frage ist, wie lange bleibt die Blamage irgendwo zu sehen? So, letzte Frage. Wie ist der Stand der Kekse? Habt ihr aufgepasst? Ich glaube, der hat verkackt. 100%ig richtig. Ich stelle die letzte Frage trotzdem. Darf die Polizei von mir verlangen, dass ich nach der Beschlagnahmung meines privaten Handys auch meine PIN rausgebe? Dass sie alle wirklich Zugriff auf das Telefon, auf die Telefoninhalte haben. Darf die Polizei das verlangen? Boah, wenn das ein Nein ist, das ist richtig traurig. Es ist richtig, richtig traurig. Wie? Also wenn die Polizei dein Handy halt in erster Linie über TäterInnenschutz, ehrlich zu sein. Und das ist für mich so ein großes Anliegen. Und ich kenne sehr viele Menschen, zum Beispiel sexuelle Belästigung im Netz oder auch nicht im Netz, offline, dass dann Beweise auf Handys stattfinden. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, aber das ist heftig, wie da durch Datenschutz gleichzeitig TäterInnenschutz passiert. Und das wäre richtig schade. Aber ich glaube, es ist so. Krass. Ich glaube auch, dass es tatsächlich nicht möglich ist. Ja. Es ist tatsächlich illegal, ja. Oh, ja. Ja, so. Man muss der Polizei selbst nicht nach der Beschlagnahmung des privaten Handys, muss man denen nicht die PIN mitteilen, da dies unter das Schweigerecht fällt. Also muss dich ja nicht selbst belasten. Ja. Und, aber die sind ja hoffentlich gut ausgestattet und kommen trotzdem. Natürlich! Müsst ihr im digitalen Ausschuss dann halt machen. Ja. Jetzt ist es natürlich schwierig rauszufinden, wer hat denn da jetzt gewonnen. Aber auch wieder nicht. Nee. Denn die Regie hat es schon verraten, wir haben nämlich 2 goldene WLAN-Kabels. Wow. Kabels. Ja, ich habe einen Bildungsauftrag. Da kommt der Mr. Cookie und hat für euch beide ein wunderschönes goldenes WLAN-Kabel dabei. Jetzt bin ich nur ein bisschen ergriffen. Ehrenplatz im... Beide gewonnen. Findet einen Ehrenplatz im Deutschen Bundestag. Alle gewinnen. Nur einer nicht. Du. Jetzt frage ich mich wirklich. Du hast eins. Wenn das. Oh. Wow! Jetzt egal, jetzt höre ich sowieso nichts mehr. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt, dass ihr euch diesem Wettkampf gestellt habt. Gergana, auch dir vielen Dank,
Denn es war, es war sehr schön, von dir da hinten mehr zu lernen. Ich denke, danke auch euch da draußen fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Ich danke dem Team hinter den Kameras. Natürlich vielen Dank an das Team von Mesh Collective, die auch diese ganzen tollen Karten hier gemacht haben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an die ganze Kampagne Hashtag DataMe, die mich hierzu eingeladen haben. Denn ihr wisst, es ist mir ein persönliches Anliegen, euch und uns und alle da in dem Thema voranzubringen. Und damit auch vielen Dank an die Vodafone-Stiftung, die am Ende des Tages Geld für all diese schönen Sachen gegeben hat. Vielen Dank dafür. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.